Denken Sie an einen Ort der Begegnung. Was haben Sie vor Augen? Eine Schule oder ein Veranstaltungszentrum oder einen Marktplatz oder vielleicht eine Kirche? Nun, die Menschen in der Marktgemeinde Mauerkirchen finden, es kann gar nicht genug Plätze geben, an denen Menschen zusammenkommen. Und darum gibt es hier kein Oder. Stattdessen ein großes Angebot. Beginnen wir mit den Kirchen. Von denen gibt es in Mauerkirchen gleich drei. Und der Geschichte einer Kirche verdankt der Ort sogar seinen Namen. Der Name Mauerkirchen geht zurück auf die Zeit vor 1000 Jahren, wo die aus Holz gebaute Kirche durch ein gemauertes Gotteshaus ersetzt wurde. Für die damalige Zeit war das eine Seltenheit. Und so wurde der Ort, der sich um diese Kirche herum angesiedelt hat, kurz und einfach Mauerkirchen genannt. Die Pfarrkirche mit dem 72 Meter hohen Turm wurde nach einem großen Brand im Jahr 1865 im neugotischen Stil wieder errichtet. Sie ist das Wahrzeichen Mauerkirchens und liegt gegenüber der Volks- und Hauptschule am östlichen Ende des Marktplatzes. Dieser ist das Zentrum und Aushängeschild der Gemeinde. Die Marktgemeinde Mauerkirchen, übrigens die flächenkleinste Gemeinde unseres Bezirks, zeichnet sich vor allem durch etwa 70 Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbebetriebe aus und ist zugleich ein Ort mit sehr vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Obendrein, und darauf sind wir besonders stolz, haben wir eine wunderschöne Architektur in den Bereichen des Ober- und Untermarktes. Besonders auffällig etwa ist das Gemeindeamt, das im 14. Jahrhundert erbaut worden ist. Im Erdgeschossbereich ist noch die gotische Halle mit Kreuzrippen und Säulen erhalten. Mit seinem Stuckwerk von Johann Michael Vierthaler, übrigens ein Mauerkirchner, ist das Haus des Uhrmachermeisters Alfons Schrems eines der schönsten Gebäude am Marktplatz. Auch das Haus des Friseurs Tieftrunk hat eine Geschichte. Hier lebte nämlich der bedeutende Heimatdichter Josef Reischl. Der Maler Johann Georg Reischl wiederum schuf die Deckengemälde in der zweiten Kirche, die wir erwähnen wollen, der Heiligen Geistkirche. Wo, richtig, auch wieder Johann Michael Vierthaler den Stuck beisteuerte. Diese kleine Kirche ist das eigentliche, wenn auch etwas versteckte Schmuckstück der Gemeinde. Denn wer würde schon so eine Pracht vermuten hinter der schlichten Fassade dieser Kirche aus dem 16. Jahrhundert? Erst 1960 wurde die dritte Kirche, die evangelische Erlöserkirche, eingeweiht. Sie wurde von den volksdeutschen Heimatvertriebenen des Zweiten Weltkriegs errichtet. Gleich neben diesem Bauwerk ein weiterer, diesmal weltlicher Ort der Begegnung, das neu renovierte Veranstaltungs- und Jugendzentrum. Und hier findet sich eine andere Einrichtung, die für soziales Engagement und Begegnung steht. Ein Ort, auf den die Bürger stolz sind. In den Werkstätten der Diakonie werden Menschen mit Behinderung betreut und gefördert. Durch die vielfältigen Arbeits- und Kreativangebote finden Sie hier eine geeignete und Ihren Bedürfnissen und Begabungen entsprechende Beschäftigung. Das Diakoniewerk ist seit 1997 in Mauerkirchen aktiv für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir sind jetzt in der Spitzgasse der neuen großen Werkstätte. In diese Werkstätte gehen von Montag bis Freitag 60 Menschen mit Beeinträchtigungen zur Arbeit. In unserer Nachbarschaft befindet sich das betreubare Wohnen und unser Haus für Senioren. In diesem Haus für Senioren finden 80 Menschen ein Zuhause mit Betreuung. In der Wilhelm-Meyer-Straße betreiben wir ein Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigungen, wo 18 Menschen wohnen. Viele dieser Plätze wären nicht möglich ohne solche Plätze. Plätze, an denen beruflich viele Menschen zusammenkommen. Hier zum Beispiel der größte Arbeitgeber im Ort, die Firma Beck im Ortsteil Biburg. Eine der führenden Firmen in der Befestigungstechnologie mit weiteren Standorten in Deutschland, Italien, China und den USA. In Mauerkirchen hat der Familienbetrieb seinen Sitz schon seit mehr als 40 Jahren. Andere Plätze in Mauerkirchen dienen dazu, der Geschichte zu begegnen. Zum Beispiel hier an der Biburger Straße befindet sich der 2009 errichtete Maria-Hafner-Park. Dieser Park ist zum ehrenden Andenken an Frau Maria Hafner, dem sogenannten Engel der 6. Armee, errichtet worden. Sie hat damals im Entlassungslager etwa 200.000 Kriegsteilnehmer medizinisch und vor allem mit Lebensmitteln versorgt. Die dort aufgestellten Schautafeln erzählen über dieses große Entlassungslager, das sich damals über die Gemeindegebiete Uttendorfs und Mauerkirchens erstreckt hatte. Wer noch weiter in die Vergangenheit blicken will, auch am Ende des Obermarktes befindet sich ein Park.
passend neben der Schule, denn dieser Park ist Kaiser Joseph II. Gewidmet, der die Schulpflicht reformierte. Der eigenen Geschichte, dem sozialen Engagement oder aktiven Bürgern zu begegnen, das fällt in Mauerkirchen leicht. Dafür gibt es sie, die vielen Plätze. Gesehen haben sie jetzt aber nur einen kleinen Ausschnitt. Und darum ist es vielleicht an der Zeit, dem Ort und seinen vielen Möglichkeiten einmal persönlich zu begegnen. Also bis bald in Mauerkirchen.